Erinnert ihr euch noch an eure Kindheit, dann werdet ihr wahrscheinlich schnell feststellen, dass die Kinder, die wir euch gleich zeigen werden, alles andere als normal sind. Euch erwarten eine Jugendliche, die wie eine ausgewachsene Frau aussieht und ein Junge, der mit 5 Jahren schon mehr Sport gemacht hat, als ihr in eurem gesamten Leben machen werdet. Also bleibt dran, denn es wird auf jeden Fall sehenswert. Fangen wir direkt mit der Geschichte von diesem Kind hier an. Lidya Nadaswaran ist ein Junge aus Indien mit einem speziellen Talent, Klavierspielen. Aber nicht so wie jeder andere es in seinem Alter machen würde. Lidya spielt nämlich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit und das sogar auf 2 Klavieren gleichzeitig, aber seht selbst. Eigentlich ist auch dieses Mädchen mit dem ungewöhnlichen Namen Virzavia ein ganz normales Mädchen. Sie mag Ponys und ist ein großer Fan von Beyoncé. Allerdings ist etwas an ihrem Körper anders. Sie hat einen seltenen Gendefekt, bei dem ihr Herz außerhalb von ihrem Brustkorb schlägt. Das betrifft normalerweise nur einen von 1 Million Menschen. Trotz allen Schwierigkeiten und Komplikationen hat Virzavia gelernt, mit ihrer Krankheit umzugehen und erlebt sonst eine ganz normale Kindheit. Eine ganz lustige Geschichte haben diese beiden Mädchen zu erzählen. Sie sind nämlich eineiige Zwillinge und das, obwohl sie eine andere Hautfarbe, Haarfarbe und Augenfarbe haben. Sowas ist besonders außergewöhnlich und kommt nur sehr selten vor. Im direkten Vergleich sieht man, dass das eine Mädchen die Eigenschaften von ihrem Vater und das andere die Eigenschaften von ihrer Mutter geerbt hat. Diese beiden Schwestern von 9 und 11 Jahren haben eine unglaubliche Konstruktion entwickelt, und zwar einen eigenen Wetterballon. Dieser kann nicht nur seine Koordinaten, sondern auch die Temperatur, Geschwindigkeit und den Luftdruck messen und direkt an seine beiden Erfinderinnen zurückschicken. Sogar Barack Obama fand die Aktion beeindruckend und lud die beiden ins Weiße Haus ein. Ebenfalls nicht leicht hat es Luis Manuel. Er wurde bekannt als das weltweit schwerste Baby mit unfassbaren 30 Kilogramm und das mit 10 Monaten, obwohl er eigentlich als normales Neugeborenes geboren wurde. Aber das liegt nicht etwa am Essen, das ihm die Eltern geben. Luis hat einen Gendefekt, der zu einer Stoffwechselstörung führt. Dabei hat Luis konstant Hunger und nimmt zu viele Nährstoffe in seinen Körper auf. Er befindet sich dadurch zurzeit in ärztlicher Behandlung. Man sagt oft, dass Kinder keinen Instinkt für gute Geschäfte haben. Nicht so der junge Ryan, als er im Kindesalter schon ein Million-Dollar-Business aufgebaut hatte und das durch eine Marktlücke im US-amerikanischen Tierbedarfsmarkt. Ryan hatte daraufhin beschlossen, selbst Hundeleckerlis zu machen, in besonders hochwertiger Qualität. Als er seine Produkte dann noch dazu in einer berühmten Fernsehsendung bewarb, ging das Business richtig durch die Decke. Eine echt krasse Erfolgsgeschichte. Mia Avlalo Shunem aus Israel ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, außer ihre Frisur. Ihre Bilder sind auf Insta schnell viral gegangen und sie hat mittlerweile über 100.000 Follower. Viele glaubten zuerst, sie trägt eine Perücke, aber ihre unfassbar langen und dicken Haare sind tatsächlich echt und das mit nur 6 Jahren. Worin Kinder besonders gut sind, ist meistens Sport. Denn vor allem sind sie flexibler und beweglicher als die meisten Erwachsenen. Seht euch also jetzt 5 krasse Kids an, die in einer bestimmten Sportart richtig gut sind. Kommen wir zuerst für Platz 5 zu Tyler Armstrong. Mit gerade mal 8 Jahren ist er bereits ein Profi-Bergsteiger und hat Gipfel erklommen, die über 5000 Meter hoch waren. Sogar den Kilimanjaro mit 6000 Meter hat er bereits bezwungen. Mittlerweile ist er 16 Jahre alt und hat sich als Ziel gesetzt, bald die Big 7 bestiegen zu haben, also die größten Berge aller 7 Kontinente. Viel Glück dabei auf jeden Fall! Ihr denkt, im Alter von 6 Jahren kann man maximal eine Sportart gut beherrschen? Dann beweist Quincy Simmons euch jetzt das Gegenteil. Als sie 6 Jahre alt war, konnte sie bereits perfekt surfen und skateboarden und war in beiden Sportarten sogar ganz oben in der Weltrangliste für ihre Altersklasse. Diese beeindruckende Leistung verdient auf jeden Fall Platz Nummer 3. Nun zu Platz 2 und dem jüngsten BMX- und Motorradfahrer der Welt. Mit gerade einmal 2 Jahren stieg der Junge mit dem Spitznamen AJ Styles auf ein Motorrad und war sofort begeistert. Er fand richtig Gefallen an der Sportart und brachte sich erste Tricks bei. Später wurde das junge Talent von einem professionellen Motorrad-Stuntman entdeckt, der sofort von den Skills des Kleinen geflasht war.
Er nahm ihn sofort mit auf Tour und so kam es, dass AJ Styles im Alter von nur 7 Jahren schon über Feuer gesprungen war, große Rampen gemeistert hat und sogar über 15 Menschen geflogen ist. Wirklich unglaublich. Zum Schluss nun der verdiente Platz 1. Und zwar geht es um Maxim Retschenko, der schon mit 18 Monaten Rollschuhprofi war. Sowas braucht eine krasse Koordination. Mittlerweile ist er 5 Jahre alt und hat wahrscheinlich schon mehr Sport gemacht als viele von uns in einem ganzen Leben. So kann er zum Beispiel Quads, Jetski, Rollschuh, Schneemobil und BMX fahren. Und als ob das noch nicht genug wäre, macht er in seiner Freizeit Leichtathletik, Turnen, Bouldern, Schwimmen und sogar Parkour. Einfach unfassbar, dieser kleine Sportler. Nicht unspektakulärer wird es bei den letzten drei Kindern, die wir euch präsentieren. Richard Sandrake war einst als das stärkste Kind aller Zeiten bekannt. Mit gerade einmal 8 Jahren sah er aus wie ein richtiger Bodybuilder und hatte trotzdem die Flexibilität eines Zirkusartisten. Heutzutage ist sein Job übrigens nicht weniger spektakulär. Er arbeitet im Disneyland als lebende Fackel und springt brennend von zum Teil schwindelerregenden Höhen ins Wasser. Was für eine faszinierende Geschichte. Jetzt zu einem Kind, das es wirklich nicht leicht hat. Der junge Isaiah Bird hat leider keine Beine mehr. Wer jetzt aber glaubt, dass er nur traurig zu Hause sitzt und sich über sein Schicksal ärgert, hat weit gefehlt. Isaiah übt tagtäglich eine Vielzahl von Sportarten aus, unter anderem American Football, Fußball, Schwimmen, Surfen, Skateboarden und sogar Laufen. Einfach unfassbar, was dieser Junge trotz seiner schwierigen Umstände für eine mentale Stärke beweist. Und zum Schluss zu Alexandra Ziyang aus den Philippinen, dem wahrscheinlich einzigen Grund, warum ihr überhaupt auf dieses Video geklickt habt. Das zeigt sich auch an ihren Social Media Kanälen. 540.000 Abonnenten auf Facebook und 136.000 auf Insta und das nur wegen ihrem außergewöhnlichen Aussehen. Nämlich so, als ob Alexandra so aussieht wie eine erwachsene Frau, obwohl sie auf den Bildern gerade einmal im frühen jugendlichen Alter war. Echt krass. Und das war's auch schon mit 15 der unglaublichsten Kinder aller Zeiten. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal für mehr sehenswerten Content. Schreibt uns außerdem in die Kommentare, welche Persönlichkeit ihr am krassesten fandet. Wenn ihr Bock habt, schaut euch jetzt noch diese beiden weiteren interessanten Videos an. Tschüss und bis zum nächsten Mal.